auf das Künstlerpaar getreten. Einmal, wie ist dein Name? Ich bin Edda Bauer-Uhlmann. Und der feine Herr daneben? Ich bin der Signor Uhlmann. Ja? Wo kommt ihr her? Aus Patos. Was hat sie beide jeweils zum Malen gebracht? Meine Malen ist abstrakt, original composition. This is to inspire people, happiness and positive energy. My understanding of my work, to all the people, I want the people to know what is the very important in life, is to paint the creativity, because that is good for our spirit. And this, we will make the color when you paint, they will bring you strong feelings and happiness. That's why I inspire to all the people, because I love to paint. Now I'm so very happy, enjoy my life and my canvas. I put different colors and happiness colors because people need this. That's why I'm Edna as a good painter. Also bei mir ist es ganz einfach gewesen. Ich war damals mit 18 Jahren, habe ich dann die Schule absolviert gehabt. Und dann habe ich gedacht, machst einfach jetzt einmal ein bisschen in der künstlerischen Richtung weiter, lernst du mal andere Leute kennen, kommst dann mal raus aus Tölz, habe dann in München meine ersten Hobbykünstlermärkte gemacht, danach dann auch auf besseren Kunsthandwerkerbörsen habe ich dann meine Bilder verkauft und dann eigene Ausstellungen gemacht und habe gesehen, also die Leute sind da schon inspiriert davon, zum Beispiel von der alten Tölzer Geschichte. Das ist eigentlich doch sehr interessant mit den unterirdischen Gängen und dann die ganze Historik, was wir gehabt haben in unserer alten Stadt. Und da habe ich halt natürlich viele, viele hundert Bilder schon gemacht. Da gibt es ja so viele andere Marinemaler auch, die was mich inspiriert haben. Da haben wir gedacht, und das, manche sind ja schon nach Amerika gegangen, die wollten unbedingt dann meine Unterschrift auf diesen Bildern haben, bei meiner ersten Ausstellung bei Tölz. Und die habe ich dann schon Bürgerhausen auch mir repräsentiert. Von der Bismarck angefangen, über die Admiral Scheer. Das bin ich bei jedem Bild, wenn ich das male, bin ich bei der Schlacht mit dabei. Und es muss alles passen. War das jetzt ein Sonnenuntergang? War das im Morgen? Wann war das? Das muss alles genau passen. Und das inspiriert mich, auch das praktisch rüberzubringen. Welche Art von Style hast du? Abstract. Original Composition. This is to inspire people, happiness and positive energy. Because you can see how I paint. The beautiful color make the people happy and the creativity. This is very important. When you are a painter, you have to paint the power. When you see the power of my painting, the beautiful color, and that is the life for my painting. Because I paint with my heart. I love to paint and I love humanity. I love to serve the people and I want the people to give happiness. And when you can see my painting, the people is very happy because that is my reality. I paint because I am genuine heart. Was ist so dein Style? Ich habe immer schon großen Respekt gehabt, also von der gegenständlichen Malerei. Als ich damals das Dürerhaus besucht habe in Nürnberg und die Agnes Dürer über ihren Göttergarten da so berichtet, gell? Ich finde, das ist so schön, also so, das hat man so schön aufgezogen da, auf die moderne Art und das inspiriert mich halt also besonders. Nicht? Ich möchte auch praktisch dann der Betrachter soll wissen, um was geht es, er soll sich darin praktisch dann wohlfühlen, dem Bild, oder er soll praktisch das miterleben, das was ich male. Ja, und darf ich dann fragen, was euer Lieblingsmaler ist? Mein Lieblingsmaler ist Van Gogh. Ja, lieben Klaus Bergen und alle Künstler, die sich damals wirklich große Mühe gegeben haben, ihre großen Werke zu schaffen, die damals zum Beispiel beim Haus der Kunst 1940 ausgestellt wurden, die sind alle hervorragende Künstler gewesen und alles, die damals in den 30er und 40er Jahren große Karriere machten. Und was ist eure Nachricht für die Menschen da draußen? I send to all the people the world, be happy and positive. Keep enjoy in your life and as simple. You accept yourself, who you are. Und jetzt angenommen, da sind Menschen draußen, die möchten mit dem Malen anfangen. Und dann sitzen sie vor einem weißen Blatt Papier und wissen aber gar nicht so recht, wie fange ich jetzt an? Was soll ich jetzt machen? Da hätte ich zum Beispiel die beste Idee, dass man sagt, was fällt dir jetzt gerade ein? Oder wo hast du jetzt einfach irgendwie, findest du dich hingezogen? Das wird nicht lange weiß bleiben.
wenn wir sagen, pass auf, mal einfach jetzt mal, was dir in den Sinn kommt, mal was du denkst, du bist ein freier Mensch, mal einfach aus dir raus. Und so habt ihr auch das euren Kindern beigebracht wahrscheinlich. Genau, und es ist kein einziges Blatt Papier weggeworfen worden, was ihr damals gemalt habt. Super, vielen Dank. Dankeschön für alles. Bye bye.